Bewegungen hat der Anschluss für Sie als jüdisches Kind Schüler gebracht? Ja, ich überspringe jetzt einen wichtigen Abschnitt, nämlich den, wie wir überhaupt erfahren haben von diesen Ereignissen. Also um ein Radiogerät geschart, völlig zur Passivität verhalten, wie man dann also am nächsten Tag eine Stadt in Hakenkreuzfahnen gesehen hat, die plötzlich nicht mehr dieselbe Stadt wie am Tag zuvor gewesen ist. Die deutschen Panzer in den Straßen, die deutschen Flugzeuge in der Luft. All das erwähne ich jetzt nicht, auch nicht die innerfamiliäre Atmosphäre, sondern ich komme unmittelbar auf die Schule zu sprechen. Also nach den ersten Tagen hatten wir erstmalig wieder Unterricht. Ich war damals in der 6. Klasse im Bundesrealgymnasium Wien 20 in der Unterberger Gasse. Und das Einzige, was in dieser Schule unverändert geblieben ist, ist eine bronzene Kaiser-Franz-Josef-Büste in der Halle, in der Vorhalle. Ansonsten kam ich in mein Klassenzimmer, ich war zuvor Klassensprecher, wurde dort empfangen von einem Mitschüler im weißen Hemd mit einem Lederüberschwung, der AJ, der mir mitgeteilt hat, dass nunmehr er der Klassensprecher und Klassenkommandant ist. Die nicht-arischen Schüler, wie das damals hieß, mussten in gesonderten Bankreihen Platz nehmen. Und wie der erste Professor mit deutschem Gruß reingekommen ist, hat dieser neue Klassensprecher kommandiert, stillgestanden, ein Wort, das ich bis dahin nicht kannte, bis dahin ist es bei uns Akt 8, und hat gesagt, wir singen das Deutschlandlied. Die jüdischen Schüler sind natürlich auch gestanden, haben selbstverständlich nicht das Recht gehabt, auch nicht die Lust gehabt, mitzusingen. So hat also dieser erste Tag mit einer bankweisen Separierung und mit einer Funktionsübernahme innerhalb der Schulklasse geendet. Das war das erste Stadium, wobei es interessant war, wie unterschiedlich die einzelnen Lehrkräfte auf diese neue Situation reagiert haben. Das war differenzierter als unter den Mitschülern selbst, bei denen sich also eher Verlegenheit als irgendwie eine Feindseligkeit damals gezeigt hatte. Dass es spannungsgeladen war, also für mich und meinesgleichen, ist selbstverständlich. Vielleicht ist erwähnenswert, dass die Schule an diesem Tag bereits einen neuen Direktor hatte. Wir nannten ihn dann hinter uns den Märzdirektor, zum Unterschied vom bisherigen Februardirektor. Der wurde nämlich eingesetzt unmittelbar nach den Februarkämpfen 1934. Bis dahin hatten wir einen Sozialdemokraten als Direktor, dann kam der Mann von der Vaterländischen Front und nun kam also der Mann mit dem NSDAP-Abzeichen groß im Kopf auf. Das war das erste Stadium. Verhältnismäßig bald. Das war, ich glaube, nach ungefähr 9 oder 10 Tagen, aber vielleicht täuscht mich da die Exaktheit in meiner Erinnerung, blieb es nicht bei der bankweisen Trennung, sondern es wurde ein weiterer Schritt unternommen. Ich möchte vorwegnehmen, dass es an dieser Schule eine verhältnismäßig große Zahl nicht arischer, ich gebrauche das Wort, also immer damit widerwillig, nicht-arischer Schüler gab, weil es, sagen wir, an der Grenze zwischen 2. und 20. Bezirk eine verhältnismäßig zahlreiche jüdische Bevölkerung gegeben hatte damals. Die nicht-arischen Schüler wurden überhaupt auch gesondert, und zwar wurde der Unterberger Gasse, also dem Realgymnasium, der oberste Stock einer benachbarten Volksschule von der Wasnergasse her zu betreten, zur Verfügung gestellt.
Und in diesem zweiten Stock ist man durch einen Separateingang, also nicht mit den Volksschülern, sondern durch einen Seiteneingang, durch einen Seitenstieg rausgelangt. Und das hat oben im obersten Stock geendet, im Vorraum zur Mädchentoilette. Ich erwähne es deswegen, weil es also in späteren Episoden eine gewisse Rolle gespielt hat. Dort wurden die sogenannten I-Klassen, also I wie Israel oder israelitisch, eingerichtet. Und zwar aus den Schülern und Schülerinnen der bis dahin geschlechtsgetrennt betriebenen Jahrgangsklassen. Also wir hatten eine A- und eine B-Klasse mit Burschen, eine C-Klasse mit Mädchen. Und die jüdischen Schüler aus A, B und C wurden dann zur I-Klasse zusammengezogen. I-Israelitisch. Es gab eine dritte Schule in diesem Häuserblock, nämlich eine Volksschule in der Karajangasse. Die wurde über Nacht, und zwar bereits wie wir wieder Schule hatten, war das schon vollzogen, in ein Transitgefängnis der SS umgewandelt. Dorthin kamen Verhaftete von allen Teilen Wiens, um ausgesondert zu werden für Transporte ins Konzentrationslager Dachau. Und von dieser Mädchentoilette im zweiten Stock der Wasnergasse sah man in den Hof der Karajan-Schule. Dort wurden jeden Vormittag von 9 bis 10 die Gefangenen im Kreis im Hof zum Luftschnappen herumgeführt. Und ich war in der I-Klasse, also in der jüdischen Klasse, mit der Schulklassensprecher, und eines Tages, das war noch im April 1938, kam vor dem Schultor eine Frau, die ich nie zuvor gekannt hatte, auf mich zu, hat mich gefragt, ob ich da Arthur bin. Sie hat von mir gehört und sie hat eine große Bitte. Ihr Mann wurde verhaftet und sie möchte gerne, und zwar gemeinsam mit einer Freundin, schauen kommen bei uns, ob der Mann noch in dieser Karajan-Gefangenenschule ist oder ob er bereits abtransportiert wurde, weil je nach Sachlage müsste sie sich an verschiedene Instanzen wenden, um eine Freilassung zu versuchen. Ich habe nichts ahnend Ja gesagt, und statt der beiden Frauen tauchten am nächsten Tag eine ganze Reihe von Frauen auf, und an den folgenden Tagen wurden das immer mehr. Es waren also Frauen, die wir hinaufstoßen mussten durch diesen separaten Stiegenaufgang in den Toilettvorraum, und sie haben dort nach ihren Männern oder Brüdern oder Söhnen Ausschau gehalten. Das Problem, das entstanden ist, bestand nicht nur darin, dass es immer mehr Frauen wurden, sondern dass die Frauen, wenn sie ihre Leute nicht erblicken konnten, nur furchtbar schwer wieder vom Fenster wegzubekommen waren. Und zuletzt hat es einen Umfang angenommen, dass wir jeweils für diese Stunde 8 Mitschüler brauchten, um unten an der Stiege und bei den Zugängen Wache zu halten, dass niemand Unbefugter unsere Aktion bemerkt. Und wir mussten also vor dem jeweiligen Professor, bei uns gab es auch Nazis, Entschuldigungen finden, warum der oder jener Schüler eben gerade jetzt am Unterricht nicht teilnehmen kann. Das war also die erste Aktion gegen den Faschismus, die ich mit durchführen geholfen habe. Es war, wie ich schon skizziert habe, eine für mich psychologisch ungemein wichtige Sache. Über die Tragweite war ich mir damals natürlich nicht im Klaren. Viel später erst, nach Schluss dieses Schuljahrs, habe ich erfahren, dass diese Frau namens der Organisation Rote Hilfe mich angesprochen hat, sodass ich also auf diese Weise, und ohne es wirklich zu wissen, nicht nur an einer Aktion, sondern an einer Aktion einer vorhandenen Widerstandsorganisation teilgenommen habe. Bei dieser Gelegenheit möchte ich nur noch hinzufügen, dass dieses Schuljahr der 6. Klasse mein letztes
gewesen ist, weil es mit Ausnahme ganz weniger Schüler, die an eine spezifisch nur jüdische Mittelschule, eine sogenannte Weiß-Gymnasium, überwiesen wurden, den jüdischen oder Mischlingsschülern nicht mehr gestattet war, die Mittelschule weiter zu besuchen. Und mir ist der Abschluss meiner schulischen Ausbildung versagt geblieben, bis heute. Wie ist es Ihnen während des sogenannten Reises nachgegangen? War das für Sie da die Erkenntnis, jetzt muss ich gehen, oder ist die vorher schon da gewesen? Dass ich in Österreich nicht bleiben kann, war mir, so wie den meisten meiner Art, von allen Anfang an klar. Wir haben auch von allen Anfang an versucht, meine Familie und ich alle seine Wege zu leiten, was furchtbar schwer gewesen ist, irgendwohin eine Reisegenehmigung zu erlangen. Das ist also bis zu diesem Novemberprogramm nicht geglückt gewesen. Den Tag selbst habe ich auf eigenartige Weise erlebt. Ich habe damals bei meinem Onkel seiner Frau gewohnt. Das war Ecke Alserstraße, Wittenburggasse, also an der Grenze zum 8. und 9. Bezirk. Und zeitig am Morgen hat mein Onkel einen Telefonanruf bekommen von einem ehemaligen Bürokollegen. Der Onkel selbst hatte die Arbeit längst verloren als nicht-arisch. Und Gens, Sie gehen ja jetzt spazieren. Onkel und ich haben diesen Anruf sofort als Warnung verstanden, wir mögen nicht zu Hause bleiben, irgendetwas ist offenbar im Anrollen. Und mein Onkel und ich sind durch sehr viele Seitengassen in die Wiener Hauptstraße gegangen, wo ein entfernter Verwandter ein kleines Gasthaus betrieben hat, dessen Hauptpublikum die Chauffeure von einem nahegelegenen Taxistand waren. Wie wir dort hingekommen sind, wir haben unterwegs dort, wo wir Hauptstraßen überqueren mussten, gesehen, dass irgendwelche offenbar zusammengefallene Leute auf Lastautos wegtransportiert wurden. Wir haben dann also gewartet, bis es keinen SA oder SS-Trupp in der Nähe gab und sind dann über die Hauptstraßen rübergegangen, eben bis in dieses kleine Gasthaus. Dort hat uns unser Verwandter, der seinerseits übrigens ein sogenannter reinrassiger Arier war, zunächst untergebracht, wie die ersten Gäste im Anrollen waren, hat er unter einem Ecktisch, über einen Ecktisch ein großes Tischtuch langes geworfen und wir sind unter diesem Tisch gesessen, bis gegen Abend dann die letzten Gäste weg waren. Dann haben wir uns verständigt, jetzt könnte schon einmal alles vorüber sein und wir sind dann also sehr vorsichtig durch die schon dunklen Straßen wieder nach Hause gegangen. Am Haustor stand unser Hausbesorger in voller SA-Uniform. Er war übrigens, was wir wussten, dass er in der SA war, war auch der sogenannte Blockwart, also der Häuserblockverantwortliche für die Nazi-Partei. Und Onkel und ich haben uns kaum zu atmen, gewagt. Und also kurz angeschaut, also was sollen wir jetzt tun, aber der Herr Hauswart hat uns schon gesehen, also mussten wir weitergehen und wir sind zu ihm gekommen und sagt der Herr Rausnitz, was haben Sie doch für einen Blödsinn gemacht? Mit fragend angeschaut, er hat gesagt, ja euch hätten sie ja heute in der Früh um 17:30 abgeholt. Aber ich habe gesagt, da wohnt nur der alte Mann mit einem Schippelkind da oben. Da sind sie wieder abgezogen. Also wäre unser ganzer Ausflug vergeblich gewesen, wenn nicht dieser Mann uns irgendwo
ob aus allgemeinmenschlichen Gründen, ob aus einer persönlichen Bindung zu einer alten Hauspartei heraus, weiß ich nicht, wenn es doch geschützt hätte. Aber dass diese Tage ein besonderer werden würde, das hat man schon an seinem Beginn gewusst. Das wussten wir, also wie wir am Tag zuvor erfahren haben, dass es das Attentat eines jüdischen Burschen, eines offenbar nicht ganz zurechnungsfähigen Burschen, auf einen deutschen Diplomaten in Paris gab, haben wir bereits reagiert. Also wie soll man das also in Kürze sagen, diesen tiefinnersten um Gottes Willen, was wird jetzt geschehen? Also wir waren eigentlich auf alles gefasst, daher auch das prompte Reagieren unsererseits auf diesen Telefon. Also es war sofort, dass ich nicht da war und uns jemand bleibt nicht zu Hause, es wird verhaftet. Aber da war nicht erst die Entscheidung gefallen, jetzt muss ich weggehen. Nein, die Entscheidung war längst gefällt, nur war sie nicht realisierbar. Und die Realisierung hat also noch auf sich warten lassen bis Ende Januar 1938. Dann konnte ich weg nach England. Ich weiß nicht, was Sie dann an dieser Periode besonders interessieren wird. Und ich bin dann also knapp über 16 gewesen und konnte zwar weg, aber nur allein, also völlig ohne. Ich bekam ein sogenanntes Trainee-Permit, also ein Ausbildungspermit, das besagt hat, ich darf in England einreisen, weil jemand eine Ausfallhaftung, also diese Garantie, übernommen hatte. Ich musste aber dort, wo das Flüchtlingskomitee mich unterbringt, dort wohnen und leben. Und ich musste eine Arbeitsstelle annehmen, die mir von diesem Komitee zugewiesen wird und durfte keine andere Arbeit als die mir zugewiesen wird. Und wie war diese Arbeit, die Ihnen zugewiesen worden ist? Das war eine Schuhfabrik in Ost-London in einem desolaten Zustand. Ich habe dort in einem Kellergewölbe gearbeitet, das nicht einmal Mauern hatte, sondern nur rohe Wände, an denen das Wasser runtergeflossen ist, ständig bei künstlichem und sehr sparsamem Licht, und bekam dort 15 englische Schillinge Wochenlohn. Das hatte den furchtbaren Haken, dass ich dort, wo ich auf Kost und Quartier untergebracht wurde und von wo ich nicht weg durfte, ein Pfund, also damals 20 englische Schillinge pro Woche, hätte zahlen müssen. Was man also von 15 Schilling nicht machen kann, sodass mir keine andere Lösung übrig geblieben ist, als dort zu arrangieren, dass ich nur jeden zweiten Tag esse. Und an den Zwischentagen habe ich mir eben in seiner Zeitung Stanitzel um einen Penny oder um anderthalb Penny Kartoffelchips gekauft. Und das war meine Nahrung an in Zwischentagen. Ich weiß nicht, wie das Ganze geändert hätte, weil ich also damals doch irgendwie im Wachsen begriffen war und also in nicht bester körperlicher Verfassung auch von zu Hause wegkam. Und dann ist ein großer Glücksfall eingetreten. Die Fabrik, in der ich gearbeitet habe, hat pleite gemacht. Ich darf sagen, ohne mein Verschulden, so einflussreich war meine Arbeitsleistung dort noch nicht. Und da hat man mir zuerst in dem Flüchtlingskomitee ein Donnerwetter gemacht, bis ich also Briefe vorgewiesen habe von meinen Chefs, dass sie mit mir zufrieden gewesen sind und dass ich schon viel gelernt hatte in den 3,5 Monaten, die inzwischen vergangen waren. Und dann hat man mir gesagt, also ich soll halt schauen, ob ich wo meinerseits etwas finde. Und
dass ich mir nach einigen sehr ermüdenden Kreuz- und Querläufen durch London, denn für Fahrgeld, für das in London sehr teure Fahrgeld, hatte ich keine Reserve, ist mir dann auch geglückt, ich habe Arbeit als Hilfsarbeiter in einer Taschenreihe gefunden. Und zwar um 30 englische Schillinge. Und bin mir damit so wie ein großes vorgekommen bei der ersten Auszahlung. Sind dann bei Kriegsausbruch irgendwelche Maßnahmen in die deutschsprachigen Emigranten ergriffen worden? Ja. Sie müssen sich vor Augen halten, dass wir zwar als deutsche Bürger von den Nazi-Behörden nicht anerkannt waren, aber doch mit Pässen des Deutschen Reichs die Ausreise vollzogen hatten. Es waren also deutsche Pässe in meinem, wie in den meisten, bei den meisten anderen, ist ein vorne auf der ersten Seite des Passes ein riesig großes J, wie Jude, draufgestempelt gewesen. Und wir galten daher, also seit der Kriegserklärung Englands an Deutschland, als feindliche Ausländer, Enemy Aliens. Die wurden sukzessive für sogenannte Aliens Tribunals auf Bezirksebene gebracht. Fremdentribunale, ja. Und vom Gutdünken des dortigen Vorsitzenden hat es abgehängt, ob man Kategorie A, B oder C bekommen hat. Die A-Fälle waren die Verdächtigen, die also sofort interniert wurden. Das waren sehr wenige. Ich kann nicht beurteilen, ob es die richtigen gewesen sind. B waren die unentschiedenen Fälle und C waren diejenigen, von denen man annehmen konnte, dass sie sicherlich keine Sympathien für Hitler-Deutschland haben. Ich bekam interessanterweise Kategorie B, und zwar deswegen, weil mein Vorsitzender sich nicht mit dem Gedanken anfreunden konnte oder wollte, dass in meinem Pass nur mein Vorname Arthur stand, aber nicht der damals von den Nazis bereits vorgeschriebene Zusatzname Israel. Also alle Männer, die keinen ausgesprochen jüdischen Vornamen hatten, mussten als zweiten Namen Israel nehmen, Frauen entsprechend den Namen Sarah. Und das wurde dann auch in alle Dokumente daher auf den Pass eingetragen. Nun, meine Ausreise aus Wien erfolgte zu einem Zeitpunkt, wo dieses Gesetz noch nicht, also diese Verordnung besser gesagt, noch nicht gehandhabt wurde. Das erschien dem Tribunalvorsitzenden irgendwo, also ein bisschen verdächtig, weswegen ich die Kategorie B bekam. Ein Einspruchsverfahren gegen derlei gab es damals nicht. Und das hat sich also späterhin ausgewirkt, weil ich einer zweiten Internierungswelle ausgesetzt war, die hat mich dann vorgetroffen. Das war im Mai 1940 beim Durchbruch der deutschen Wehrmacht nach Belgien, Holland bis Frankreich hinein, wo also in England große Panik um sich gegriffen hat. Und da haben sie alle B-Fälle, in manchen Bezirken sogar einige dieser C-Gruppe, interniert. Das war also die große, die entscheidende Internierungswelle, die dann stattfand. Pech dabei war, dass ich an einem Donnerstagabend aus meiner Arbeitsstätte abgeholt wurde von der englischen Polizei, also zu einem Zeitpunkt, wo ich bei Freitagauszahlung gewesen wäre, alle Wochen wöchentlichen Zahlungen natürlich, also von mir längst bestritten werden mussten, wo ich keinen Pfennig mehr in der Tasche gehabt habe, sodass ich mir in der ersten Internierungszeit auch nichts irgendwie zusätzlich erwerben konnte durch Kantinen oder andere Verbindungen, sodass ich mit einigen jungen Leuten, die in derselben Situation waren wie ich, also die Donnerstag spät verhafteten, wir dann alle möglichen Hilfsdienste im Lager geleistet haben, um irgendwie ein bisschen Taschengeld zu bekommen für Zahnpasta oder für Dinge, die man halt gebraucht hat. Wir haben also für ältere, wohlhabendere Herren Strohsäcke aufgeschüttet oder ihre Unterhosen gewaschen und
und so verschiedene Arbeiten geleistet. Das hat uns ja ein bisschen überlassen. Sie haben uns vorher erzählt, dass die Internierungswelle auch Sie erfasst hat, als die deutsche Wehrmacht nach Frankreich gekommen ist. Sie wurden ja nach Australien ins Lager verschickt. Schildern Sie uns bitte kurz, was der Alltag war, was für neue Aspekte für Sie. Ja, also erstens unter dem Eindruck dieser katastrophalen Evakuierung aus den Kirchen gab es in England eine Angst vor einer Invasion der Deutschen, worauf man die Internierten als eine vielleicht potenzielle fünfte Kolonne aus dem Land wegbringen wollte. Es wurden Transporte nach Kanada zusammengestellt. Einer dieser Transporte auf dem Schiff Arandora Star wurde von einem deutschen U-Boot versenkt, worauf ein zweiter Transport, auf dem ich mich auch befunden habe, auf dem Dampfer Tunera, umdirigiert wurde von der Route nach Kanada, nach Australien. Auch wir wurden unterwegs torpediert, aber nicht versenkt, sondern nur beschädigt und haben dann eine sehr abenteuerliche Fahrt ungefähr 10 Wochen lang und es gab der guten Hoffnung nach Australien gehabt. Erschwert dadurch, dass das Schiff also völlig überfrachtet gewesen ist, die nötige Proviantierung, vor allem an Frischwasser, nicht hatte und der britischen Besatzung, einschließlich einer Soldateneinheit, die unmittelbar aus den Kirchen kam, gesagt wurde, dass es sich bei diesem internierten Transport um Gefangene aus deutschen U-Booten handelt. Und die haben natürlich also ihr Mütchen an uns zu kühlen versucht. Ich möchte jetzt auf die Abenteuer der Fahrt nicht näher eingehen. In Australien wurden wir ziemlich weit im Landesinnere von New South Wales in ein Lager gebracht und haben dann versucht, eine Art des organisiertes Lagerleben dort zu betreiben, um uns die Situation einfacher zu gestalten. Ich habe dort als Krankenpfleger im Lagerspital gearbeitet und habe außerdem, das war erstmalig in meinem Leben, eine Wandzeitung rausgebracht, die hat Lagerspiegel geheißen. Würden Sie das nur beschreiben, wie das ausgesehen hat? Ja, das war ein großes Brett, das an einer unserer Lagerbaracken befestigt wurde und auf normalem Schreibmaschinenpapier haben wir, und zwar handschriftlich, weil es eine Schreibmaschine zunächst nicht gab, also Artikel über das Lagerleben, Cartoons, würden wir heute sagen, also Karikaturzeichnungen von zwei sehr bekannten Zeichnern, die wir im Lager gehabt haben, hingebracht. Wir haben Ankündigungen über Kulturereignisse, die wir im Lager organisiert haben, dort gebracht. Aber wir haben auch Stellung genommen zur Gesamtlage, zur grotesken Lage von antifaschistischen Internierten, die als Faschismus verdächtig interniert und deportiert worden sind. Meinerseits wurde ich von der britischen Behörde ziemlich knapp nach Einlieferung ins Lager freigelassen, weil ich erstens unter 18 gewesen bin, und zwar weit unter 18, und weil es zweitens also Hinweise darauf gab, dass meine antifaschistische Gesinnung nicht anzweifelhaft ist. Nur gab es in Australien damals eine ganz strenge Einwanderungssperre und die australischen Behörden haben sich auf den Standpunkt gestellt, eine Freilassung durch die Engländer möge überall erfolgen, nur nicht auf australischem Territorium. Das heißt, ich würde freigelassen, sobald ich Australien verlasse. Sie könnten aber Australien nicht verlassen, bevor Sie frei sind.
Naja, es sei denn, dass die Engländer mich wegtransportieren aus Australien. Und am Höhepunkt des U-Boot-Krieges, wie es damals der Fall war, musste ich fast anderthalb Jahre im Lager warten, bevor die Briten mir einen Schiffsplatz zurück sichern konnten. Sie haben dort mit Erich Fried zusammen in diesem Aufenthalt? Nein, das geschah erst in London nach meiner Freilassung. In Australien habe ich aber meine ersten Autorenabende abgehalten, oder besser gesagt, sie wurden mit mir abgehalten. Ich habe nicht selbst gelesen, sondern wir hatten deutsche und österreichische Schauspieler, antifaschistische Schauspieler im Lager, und die haben Abende bestritten mit den im Lager entstandenen Werken von ebenfalls internierten antifaschistischen Autoren. Und wann kehrten Sie dann zurück nach Großbritannien? Das war im Herbst 1941, und zwar nicht auf der Route der Hinreise, sondern über den Pazifik und durch den Panama-Kanal. Und ich bin mit diesem Schiff in Liverpool in England gelandet, am Tag, an dem der Überfall der Japaner auf Pearl Harbor war. Das heißt, ich bin mit dem letzten Schiff zurückgefahren, das den Pazifik noch vor Eintritt der Japaner in den Krieg überquert hat. Ein nächstes Transportschiff, wo viele meiner Freunde drauf waren, ist mit Mann und Maus von den Japanern versenkt worden. Also ich hatte sowohl bei der Hinfahrt das Glück, ein versenktes Schiff zu versäumen, wie auch bei der Rückreise das Glück, rechtzeitig dran zu sein und nicht einen Transportschiff. Sie sind also im Dezember 1941 nach Großbritannien zurückgekommen und waren eigentlich das erste Mal seit fast 3 Jahren ein unter Anführungszeichen freier Mann. Wie haben Sie diesen neuen Freiraum genutzt? Die Frage ist schwer zu beantworten, weil sich sehr vieles zeitgleich ereignet hat. Also zunächst, ich fand Arbeit als Zuschneider in einer Gürtelfabrik. In meiner Freizeit habe ich versucht, erstmalig in meinem Leben so etwas wie ein gesellschaftliches Leben für mich zu entdecken. Und es war sehr natürlich, dass ich den Kontakt zu anderen Österreichern und ihrer damals schon vorhandenen Organisation gesucht und gefunden habe. Das war, es hieß Austrian Center, war ein Clubbetrieb mit Kulturveranstaltungen und war die Keimzelle des Free Austrian Movement, also der Freien Österreichischen Bewegung, die von England aus dann auch andere Teile der Emigration erfasst hat, also in anderen Ländern. Ich habe dort zunächst in einer Jugendgruppe der Organisation Young Austria in Great Britain gearbeitet, wurde, weil ich also schriftstellerisch und literarisch interessiert war, also mit Kulturfunktionen, also Heimabendprogrammen und Ähnlichem, betraut. Und wir haben in der Folge dann ein Nachbarhaus in West London adaptiert als ein eigenes Jugendhaus für junge Österreicher. Und in diesem Jugendhaus war ich dann der Kulturverantwortliche. Kantinös in diesem Jugendhaus war ein Mädchen aus Wien. Sie wurde bald darauf meine Frau. Das war ein sehr, sehr krasser Übergang für mich, weil ich, bevor ich wirklich also aus der Kindheit draußen war, in die Emigration ging, in dieser Emigration zunächst sehr eingeschränkt war, nichts anderes als an den nächsten Tag denken konnte,
dann diese wieder natürlichen anderthalb Jahre Internierung hinter mir hatte und plötzlich also in einem Leben auch mit Kontakt zu Mädchen, zu Frauen gestanden bin. Und das ist für mich ein geradezu unwahrscheinlicher Glücksfall gewesen, dass ich verhältnismäßig ohne größere Umwege gleich zu der Frau gefunden habe, die meine Partnerin das ganze Leben geworden ist. Es wäre undenkbar gewesen, ohne diese große Gemeinsamkeit der gemeinsamen Arbeit in der Organisation, der gemeinsamen Zielsetzung, die wir eigentlich schon bei unserem Wegfahren aus Wien unabhängig voneinander gehabt hatten, für das Widerstehen dieses Österreich einzutreten, selbstverständlich in jeder uns möglichen Form gegen den Faschismus anzukämpfen und selbstverständlich auch uns als Teil, und zwar als aktiver und nicht nur rezipierender Teil einer antifaschistischen Weltbewegung zu fühlen, der damals also dramatisch im Vordergrund stehender Hauptexponent die Sowjetunion und der Kampf der Roten Armee gewesen ist. Wir haben versucht und nach jahrelangen Bemühungen endlich mit Erfolg in der Moskauer Deklaration von 1943 die Wiedererrichtung eines freien, selbstständigen Österreich als Kriegsziel der Alliierten durchzusetzen. Das war etwas, was man als historisches Verdienst dieser freien österreichischen Bewegung betrachten darf und muss. Es ist heute noch einer der wesentlichen Stützen, wenn ich mich auf mein Leben und mein Wirken insgesamt besinne, dass ich daran teilgenommen habe, nach besten Kräften. Das hat übrigens auch bewirkt, dass wir im Zug der Arbeit dann immer mehr dazu übergegangen sind, auch beruflich für die gemeinsame Kriegsanstrengung der Anti-Hitler-Koalition zu arbeiten. Und ich bin dann also von der Gürtelfabrik in eine Metallfabrik übergewechselt, wo ich als Metalldreher an einer Drehbank gearbeitet habe. Wir haben uns sehr bemüht, diesen Stempel, den wir ursprünglich hatten, eben als Deutsche, weil mit deutschem Pass gekommen, in die Anerkennung der österreichischen Nationalität, der Eigennationalität, schon auch auf diesem administrativen Gebiet einen Durchbruch zu erzielen. Das ist dann geglückt. Wir wurden als Österreicher umregistriert bei der britischen Fremdenpolizei und von diesem Zeitpunkt an haben wir auch um Aufnahme in die britische Armee uns beworben, um auch am bewaffneten Kampf gegen den Faschismus aktiv teilzunehmen. Im Sommer 1943 haben wir in einer ziemlich spektakulären Aktion eine lange Schlange vor einem Rekrutierungsbüro in Zentral-London uns eben für die britische Armee freiwillig gemeldet. Und die meisten von uns wurden dann auch genommen und auf britische Einheiten aufgeteilt. Es gab Bemühungen zur Aufstellung einer eigenen freien österreichischen Einheit, ähnlich wie es die Franzosen, die Norweger, die Holländer hatten. Dieser Plan musste im letzten Augenblick fallen gelassen werden, weil es von Mexiko her ähnliche Bemühungen mit besseren Beziehungen, als wir sie hatten, von Seiten Otto Habsburgs gab, der seinerseits das Ziel hatte, eine Donaumonarchie wieder zu errichten, was natürlich im Widerspruch zu den nationalen Bestrebungen der Tschechen, der Ungarn und vieler anderer gewesen wäre. Und
wir hatten also keineswegs die Absicht, für Habsburg zu kämpfen. Ich wollte zu Ihrer Aktivität in London noch fragen, welche Personen und wie auch schon mal tätig gewesen sind, also von ihrer politischen Herkunft und wie und ob sie sich literarisch schon betätigt haben. Also ich beginne mit der literarischen Seite, weil das sehr rasch erzählt ist. Ich habe Gedichte geschrieben und einige von ihnen wurden immer wieder veröffentlicht durch die Publikationen eben des Free Austrian Movement. Wir hatten eine Wochenzeitung, die ist Zeitspiegel, und außerdem ein hektografiertes Material für die Jugendorganisation Young Austria. Und beide haben also gelegentlich Gedichte von mir gebracht. Und manchmal haben wir auch Lesungen im Jugendhaus veranstaltet, unter anderem eben mit Erich Fried. Wir haben vorher kurz davon gesprochen, wo also Erich und ich gemeinsam aufgetreten sind. Ich darf bei der Gelegenheit hinzufügen, dass Erich Fried mein Trauzeuge gewesen ist und unsere Ehe als eines seiner besten Werke bezeichnet hat. Ja, und es gab übrigens auch sehr interessante gemeinsames Auftreten, zum Beispiel mit Theodor Kramer und anderen österreichischen Autoren in der Emigration, die uns Jüngere damals sehr stark beeinflusst haben. Nun zur Zusammensetzung des Free Austrian Movement. Der Grundgedanke war, alle österreichischen Gruppierungen, unabhängig von ihrer politischen Richtung, sofern sie Antifaschisten waren, zu vereinen. Das ist geglückt, mit Ausnahme einer Gruppierung, das sogenannte London Bureau of Austrian Socialists, damals unter Oberleitung von Oskar Pollack, der später in Wien dann erster Chefredakteur der Arbeiterzeitung wurde. Alle anderen, von den Monarchisten bis zu den Kommunisten, waren im Free Austrian Movement, also einschließlich verschiedener liberal-bürgerlicher Gruppierungen. Die treibende Kraft, also der Motor, die unermüdlichen Vorantreiber waren die in London befindlichen österreichischen Kommunisten, und ich wurde nach verhältnismäßig kurzer Zeit nach meiner Rückkehr aus Australien, nämlich 1942, Mitglied des Kommunistischen Jugendverbands, der in London eine Gruppe unterhalten hat, und dann Kandidat der Kommunistischen Partei. Die Londoner Parteigruppierung war damals nicht ermächtigt, endgültig Mitglieder aufzunehmen. Es hatte sich ja um eine illegale Organisation gehandelt, nicht nur in Österreich selbst, wo es einen opferreichen Kampf gab, sondern es war für Ausländer ja auch in London nicht wirklich gestartet, sich parteipolitisch zu betätigen. Es war natürlich eine Illegalität, die mit der im Land selbst nicht zu vergleichen gewesen ist, aber wir hatten also eine teilverborgene Arbeit zu leisten, wobei das entscheidende Kriterium aber nicht die Innenarbeit gewesen ist, sondern eben unsere Arbeit im Free Austrian Movement und in der Jugendorganisation selbst. Ich wurde also damals Kandidat der Partei, und diese Mitgliedschaft im Jugendverband und die Kandidatur wurden mir also auch später als Parteiangehörigkeit bescheinigt. So dass ich also eigentlich seit 1942 Mitglied der KPÖ bin und selbstverständlich geblieben bin. Martin '43 sind Sie dann in die britische Regierung eingetreten? Aber eigentlich hätten Sie das ja schon das früher tun können, weil die waren ja praktisch ab Dezember 41 wieder in Großbritannien gewesen. Nein, das ist nicht ganz richtig.
Es war Österreichern, übrigens auch Deutschen, gestattet, jetzt jenseits der Internierungsperiode natürlich, nicht in die britische Armee, sondern in eine Hilfsgliederung der britischen Armee, ins Pionierkorps einzutreten. Das war eine unbewaffnete Einheit und viele meiner Freunde und auch ich haben es für unter unserer Würde gehalten, einem bewaffneten Feind unbewaffnet entgegengeschickt zu werden. Zumal diese Frage also immer stärker zum Politikum wurde, je stärker unsere Forderung nach Anerkennung der österreichischen Staatsangehörigkeit durch die britischen Behörden wurde. Also es war sowohl eine private Frage, wie auch eine allgemein politische Frage, entweder als vollberechtigter österreichischer Alliierter am bewaffneten Kampf mitzuwirken oder aber in zivilen Formen zu bleiben, aber nicht irgendwie in eine Degradierung zum, sagen wir, schaufelschwingenden Helfer zu werden. Und in welcher Funktion haben Sie in der britischen Armee? Ja, ich habe als gewöhnlicher Private Soldier, wie das heißt, also Lanzer oder wie man das immer in der Wehrmacht genannt hat, begonnen. Wurde zu einer motorisierten Infanterieeinheit zugewiesen, bin mit dieser Einheit im Juli 1944 in der Normandie gelandet und habe dann die Kämpfe bis, also über Befreiung Frankreichs, Belgiens, Hollands bis nach hinein nach Deutschland mitgemacht und war zuletzt also im Sergeant's Rang, aber ich finde das ziemlich unwesentlich. Wichtiger war, dass ich also ziemlich bald nach der Landung auf dem Kontinent wegen meiner Sprachkenntnisse und dann zuletzt natürlich wegen meiner deutschen Muttersprache von meiner Einheit zu Dolmetscherdiensten mit herangezogen wurde und habe als solcher der sogenannten I-Section, also der Intelligenzsektion des Regiments angehört. Und das hat wieder ein Stückchen Journalismus für mich bedeutet, weil unsere Aufgabe auch darin bestanden hat, so eine Art wöchentliche hektografierte Zeitung für unsere Einheit herauszugeben. Und da war ich also auch Mitredakteur davon. Und was mich noch interessieren würde, welche Gefühle Sie eigentlich dabei gehabt haben, als Sie mehr oder weniger deutsches Reichsgebiet betreten haben? War der Triumph dabei, war der Schmerz dabei? All das und noch viel mehr. Es lässt sich sehr schwer beschreiben. Es war natürlich das Erreichen eines sehr wichtigen Etappenziels für mich. Es war die Bestätigung, auf der siegreichen Seite zu sein, denn ganz so eindeutig, wie dann der Verlauf war, konnte man ja von Anfang an nicht irgendwie garantiert wissen. Ich bin bestimmt nicht aus Abenteuerlust oder gar aus Schießwut Soldat geworden, sondern Soldat sein ist etwas, was mir zutiefst widerstrebt und ich es eben einer objektiven Aufgabe wegen getan habe und nicht, weil es mir irgendwelche Befriedigung verschafft hat. Ich bin alles nur keine diesbezügliche Heldennatur. In Deutschland selbst war die Schwierigkeit, die zu unterscheiden zwischen Menschen, die uns in offener Feindschaft entgegengetreten sind, zwischen Menschen, die unser Kommen ehrlich begrüßt haben, weil sie eben vom Faschismus mehr als genug hatten und vom Krieg und der dritten Gruppierung, die wahrscheinlich die zahlreichste war, die aus Opportunität so getan hat, als würde sie uns begrüßen.
was, ich sage das jetzt mit einem gewissen Schmunzeln, aber auch mit einer gewissen Bitterkeit, eine besonders starke Ausprägung unter den jungen Frauen gehabt hat, die sicherlich angesichts der sehr starken und akuten Notlage, in der sie sich befunden haben, natürlich eine Beziehung zu Besatzungssoldaten als einen naheliegenden Ausweg gesehen haben. Aber dass eine solche charakterliche Entwicklung als Massenerscheinung möglich war, wie ich sie erfahren habe, hat eine bestimmte Erschütterung in meinem Leben bedeutet. Ich habe mich auf Komplikationen meiner künftigen gesellschaftlichen Aufgaben ein bisschen aufmerksam gemacht. Es war, vielleicht kommen wir noch darauf zu sprechen, so eine erste Vorwarnung für das, was mich nach meiner Heimkehr in Österreich, die immer mein großes Ziel gewesen ist, erwartet. Meine Mutter ist noch vor mir nach Jugoslawien übersiedelt, um einem Bruder den Haushalt zu führen. Das war noch vor der Besetzung Österreichs. Ich hatte erwähnt, ich habe bei meinem Onkel und dessen Frau gewohnt. Von der Familie, die in Wien war, konnte nur ich zeitgerecht ein Einreisevisum in ein anderes Land bekommen. Leider sind von der in Wien verbliebenen Familie fast alle ums Leben gekommen, großteils in Lager Theresienstadt. Der Bruder meiner Mutter kam ebenfalls ums Leben, und er wurde von den kroatischen Faschisten, von den Ustascha erschlagen, als die Deutschen in Jugoslawien einmarschiert sind. Überleben konnte glücklicherweise meine Mutter aufgrund eines ähnlichen Entschlusses, den weit weg von ihr ich gefasst hatte, nämlich nicht passiv zu sein, sondern aktiv gegen den Faschismus zu kämpfen. Meine Mutter ist aus Zagreb, als ihr Bruder weggeführt wurde, vor der Entscheidung gestanden, entweder in der verwaisten Wohnung zu warten, bis jemand auf sie holen kommt, oder etwas zu unternehmen. Und sie hat einen Fußmarsch von Zagreb bis in die bosnischen Berge angetreten, um dort zu einer Partisanengruppe zu stoßen, also zu Titos Partisanen. Ich habe es mir also zahlenmäßig nicht vorgestellt. Auf der Landkarte ist es eine immense Strecke, und sie konnte unterwegs nirgends sich neu ausrüsten. Sie musste zum Beispiel, wie ihre Schuhsohlen kaputt gewesen sind, sich aus Baumrinde Sohlen basteln, um weiter marschieren zu können. Also es war eine Via Dolorosa, könnte man fast sagen. Sie ist dann Sanitäterin geworden und war zu Kriegsende Oberschwester in einem Partisanenspital. Und wir haben uns dann erst nach dem Krieg wieder gesehen. Von den übrigen Leuten sind, wie gesagt, die meisten ums Leben gekommen. Meine Entscheidung, nach Österreich heimzukehren, hat das in keiner Weise beeinflusst, weil ich glaube, ich habe schon einmal darauf verwiesen, aber ich sage es noch einmal, mit der Absicht der ehestmöglichen Heimkehr in ein freies Österreich, aus Österreich weggefahren bin. Und weil dieser Gedanke an die Heimkehr, also das Um und Auf meines Fühlens und Denkens geblieben ist, ob in der Internierung, ob dann in London und auch in der Armeezeit. Und die schönste Heimkehr wäre es für mich natürlich gewesen, als Soldat einer Befreiungsarmee nach Österreich zu kommen.
dazu hat die Weltgeschichte leider nicht gereicht. Ich habe mich also nach dem Waffenstillstand, also nach dem Mai 1945, sehr bemüht, möglichst bald aus der britischen Armee wieder freizukommen, also meine Freiwilligenschaft zu beenden. Das ist nach einigen widerspruchsvollen Erlässen der britischen Regierung schließlich Ende 1946 geglückt und ich wurde mit Frau und inzwischen geborenem ersten Kind, das Kind war damals 6 Monate alt, von der britischen Armee nach Wien repatriiert. Das hört sich verhältnismäßig harmlos an, hat aber bedeutet, dass ich mit Frau und Baby in Wien ankam, ohne Familie hier zu haben, ohne Rückhalt hier zu haben, nicht gewusst habe, wo wir vom zerbombten Westbahnhof aus, also mit dem Kind, einmal Quartier beziehen könnten. Und das ist dann geglückt von Nacht zu Nacht, zunächst in einem evangelischen Hospiz, das also Zimmer damals vermietet war. Das war also die erste Zeit im Wiedergewonnenen. Ich habe dann durch Vermittlung eines ehemaligen christlichen Schulfreunds, der als Kriegsinvalide von Russland nach Hause gekommen ist, eine Kleinstwohnung zur Mitbenutzung bekommen durch seine Verwandtschaft und habe über Vermittlung meiner Parteiorganisation in unserem Parteiverlag, im Globus Verlag, als Lektor und Korrektor zu arbeiten begonnen. Was mich doch ganz konkret interessieren würde, ja, mit welchen Erwartungen sind Sie nach Österreich zurückgekommen? Nämlich mit Erwartungen bezüglich der Einstellung der Bevölkerung zur Befreiung, mit der Einstellung der Bevölkerung zu den zurückkehrenden Remigranten, zu den Fragen der Wiedergutmachung, zu der Frage der Bewältigung der eigenen unmittelbar vorangegangenen nationalsozialistischen Einstellungen weiter Bevölkerungskreise. Es ist natürlich sehr schwer, diese Frage ohne unzulässige Verkürzungen zu beantworten. Das Entscheidende war, dass für mich die Tatsache, dass es dieses Österreich als selbstständigen Staat wieder gibt, das Um und Auf meine Empfindungen bedeutet hat. Hinzufügen muss ich aber, dass ich natürlich die Hoffnung auf ein ganz anderes Österreich heimgebracht habe, als ich es dann vorgefunden habe. Ich hatte darauf gehofft, oder wir alle hatten darauf gehofft, dass der Faschismus unter sehr, sehr großem allgemeinen Aufatmen der Bevölkerung zu Ende gegangen sei. Die Praxis hat sich als ungemein komplizierter dargestellt. Es war für Menschen sehr, sehr schwer, über ein System, für das Männer, Brüder, Väter den Kopf hinhalten mussten im Rahmen der Wehrmacht, einfach als vom feindlichen, vom gegnerischen System zu sprechen oder es so zu empfinden. Es gab also sehr viele quer durch jeden Menschen durchlaufende Verschmelzungen, Differenzierungen und Überlappungen dabei. Dazu wäre das zu überwinden eine ganz andere Art von politischer Weiterentwicklung der allgemeinen österreichischen Politik nötig gewesen,
als in Tatsache wurde. Die zunächst vorhandene Zusammenarbeit der drei demokratischen Parteien, also auch der Gründungsparteien der Zweiten Republik, VP, SP und KP, diese demokratische Einigung hat allzu kurz gedauert, ist sehr rasch gemündet in ein Buhlen der zwei Großparteien um die schon bei der zweiten Wahl wieder verfügbaren Stimmen der ehemaligen Nationalsozialisten. Hinzu kam international als entscheidender Faktor das Entbrennen des Kalten Krieges, die damit verbundene neuerliche Ausgrenzung der Kommunisten, die plötzlich in der Öffentlichkeit hingestellt wurden, nicht als Mitbegründer der österreichischen Demokratie, sondern als angebliche Gefährder der Demokratie, sodass die Ghettoisierung von Juden, die ich miterlebt hatte, zu einem neuen Erlebnisbereich wurde, der Ghettoisierung von Kommunisten, also der weitgehenden Isolierung von Kommunisten. Das war eine ungemein schmerzvolle Erfahrung, und wenn ich es heute, sagen wir, ein bisschen emotionaler zusammenfassen sollte, würde ich sagen, dass meine Heimkehr nach Österreich nicht Ende 1946 erfolgt ist, sondern mühsam Zug um Zug quer durch Jahrzehnte seither. Also es hat Jahrzehnte gebraucht, bevor ich mich vollends heimisch gefühlt habe. Sagt sich leichter, als es sich erlebt, natürlich. Aber es wäre eine Lüge, würde ich es anders darstellen. Hat aber, das möchte ich betonen, nichts damit zu tun, dass ich etwa bereut hätte, heimgekommen zu sein, sondern es war eher umgekehrt. Ich glaube, je komplizierter die Aufgabe, die man sich gestellt hat, zu bewältigen ist, desto klarer sollte man erkennen, dass die Notwendigkeit dieser Aufgabenstellung umso dringlicher, umso umfassender ist. Also das Schmerzliche, das ich erfahren habe, war nicht eine Beirrung, sondern eigentlich eine Bestätigung für das, was ich tue, dass ich hier einer objektiven Notwendigkeit und nicht nur einer subjektiven Empfindung folge. Was mich noch konkret interessieren würde, wäre da, eben Sie haben eigentlich über Ihre Familie, das Zuhören der Arrestierung oder Vertreibung, mehr oder weniger alles persönliches Eigentum verloren. Die sind irgendeiner Art und Weise zurückerstattet worden, als sie zurückgekehrt sind? Bis Mitte der 50er Jahre überhaupt nichts. Obwohl ich also ein amtliches Dokument ausgestellt bekam, nicht also unter dem Namen Opferausweis und außerdem eine Bestätigung des Bundeskanzleramts, dass ich mit der Waffe in der Hand, wie das so schön heißt, für die Wiedererrichtung eines freien Österreich gekämpft habe. Das hat also einen minimalen Steueranschlag bedeutet, ja, einen Steuerfreibetrag von monatlich zunächst 200 und dann 400 Schilling. Also nicht eine Ermäßigung der Steuer, sondern nur einen nicht versteuerbaren Zusatzbetrag. Ich habe dann in den Lauf der 50er Jahre zwei Zahlungen erhalten. Das eine für den unwiderrufbar gebliebenen Abbruch des Studiums. Das war eine einmalige Zahlung von 6.000 Schilling. Und die zweite Zahlung war eine Entschädigung, die aufgrund einer Vereinbarung mit den alliierten Mächten des Zweiten Weltkriegs zustande kam, dass die Zeit, die ich in der britischen Internierung verbracht habe, teilgleich gestellt wurde mit Haft unter dem Nationalsozialismus, sodass ich also für jeden Monat, den ich in britischer Gefangenschaft war, wofür auch dann Faschismus verantwortlich gewesen ist, letzten Endes auch eine kleine Entschädigung bekam. Das hat auch ungefähr insgesamt 6.500 oder 6.800 Schilling
ausgenommen. Das waren also die einzigen Leistungen, die ich bekam. Sie entsprechen selbstverständlich also in keinster Weise dem, was verloren wurde, wobei es also bei mir nicht um Vermögenswerte, sondern um Lebenschancen, um Ausbildungschancen gegangen ist, um Lebenszeit. Und also diese Größenordnung oder Nicht-Größenordnung sollte man also nicht aus dem Auge verlieren, wenn gerade im heurigen Jahr so viel also von materiellen Gegenleistungen und ob sie nicht gerechtfertigt sein, die Rede. Was ist zum Beispiel mit der Wohnung passiert, wo Sie eben bis jener 39 gewohnt haben? In dieser Wohnung befindet sich oder befand sich damals und wurde niemals entfernt, ich weiß nicht, ob der Mann noch lebt, ein deutscher Staatsbürger, ein berufsfreier Stilringer, der also diese Wohnung zwar nicht arisiert hatte, sondern bekam, wie die ursprünglichen Bewohner, zunächst in ein Ghetto im zweiten Bezirk dran zwangsübersiedelt wurden. Und da er nicht der unmittelbare Arriseur war, gab es an ihn auch kein Anrecht auf Rückstellung. Herr West, wir sagen Sie zum Schluss, welche Meinung haben Sie den Absichten, die Gedenke 1988 geäußert worden sind? Ja, also für mich war dieses Gedenkjahr in mehrfacher Hinsicht bedeutsam, gerade durch die jüngsten Entwicklungen, Waldheim-Wahl, Waldheim-Äußerungen und so weiter. Ich möchte Ihnen bei der Gelegenheit sagen, dass es für mich ein sehr wichtiges Erlebnis gewesen ist, wie ich als gleichsam letzten Akt unter der Präsidentschaft Dr. Kirchschläger den Berufstitel Professor verliehen bekam, weil ich einen solchen Titel von Waldheim nicht angenommen hätte. Der Titel andererseits bedeutet irgendwie auch ein Stückchen Heimkehr nach Österreich von mir, was ich Ihnen vorhin als jahrzehntelangen Weg beschrieben habe. Nun zum Gedenkjahr selbst. Es ist sicherlich richtig und notwendig gewesen, es zu haben. Nur glaube ich, dass es bezeichnende Schwächen und eine sehr große Tücke hat dieses Jahr. Die Schwächen bestehen darin, dass über Faschismus gesprochen wurde, ohne über den Charakter und die Wurzeln des Faschismus zu sprechen, über Zustände, die den Faschismus herbeiführen, über wer der Nutznießer des Faschismus ist, nicht nur sein Opfer. Das ist eine bezeichnende Schwäche. Die Tücke besteht darin, dass allzu viel in diesem Gedenkjahr darauf hingezielt hat, naja, sagen wir so etwas wie edles Mitgefühl zu armen Opfergruppen des Faschismus zu erzeugen, wobei es jedem Österreicher anheimgestellt war, sich selbst zu überlegen, ob oder nicht, dass ich den Luxus eines solchen Mitgefühls leisten kann und leisten will. Entscheidend am Faschismus ist nicht, dass er Minderheiten zu seinen Opfern gemacht hat, sondern entscheidend am Faschismus ist, dass er große, riesengroße Mehrheiten der Bevölkerung zu seinen Opfern gemacht hat. Es war derselbe Faschismus, der die Toten von Auschwitz hervorgerufen hat, wie der Faschismus, der die Toten von Stalingrad hervorgerufen hat. Und ich möchte nicht, dass jemand gegen den Faschismus wirksam ist, auftritt, gegen den Faschismus eingestellt ist, weil ihm andere leid tut, sondern weil es sein eigenes Lebensinteresse ist, sich vor Faschismus und Krieg in Sicherheit zu bringen. Dieser Aspekt ist nicht nur zu wenig, sondern meiner Meinung nach überhaupt nicht darauf gearbeitet worden, sondern es wurde statt einer Klarstellung eine Sentimentalisierung bewirkt. Zudem wahrscheinlich noch in Dosierungen, die irgendwo widerwillen in an sich empfänglichen Kreisen der Bevölkerung auch erfolgen. Also ich würde mir eine ganz andere Faschismusbewältigung vorstellen, als sie geistig und emotional in diesem Jahr erfolgt.
Was steht uns noch bevor?